Ja, hallo liebe Leute, ich grüße euch, ich bin's wieder, euer Sven Eisenbahner. Willkommen zum nächsten Video. Ja, wie ihr schon sehen könnt, Börsenfund. Ja, einiges gefunden. Und zwar fangen wir mal mit den kleinen Sachen an. Wir haben hier drei schöne kleine Lampen gefunden. Die sind auch noch richtig aus Metall. Bis oben auf der Deckel, der ist aus Kunststoff, aber sonst sind die aus Metall. Ja, die habe ich schon mal gehabt. Also ich habe sechs Stück irgendwo noch, habe sechs Stück in der Schublade. Aber dann habe ich jetzt noch mal sechs Stück und sogar noch ein Ersatzding hier bei, wie ihr sehen könnt schon. Ja, freue ich mich drüber, wenn auch oben auch der Deckel so kupferfarben gemalt, dass es grün ein bisschen leicht durchschimmert. So wie ich das anderen bei den anderen auch gemacht habe, ne? Ja, das war einmal das. Also drei schöne Lampen. Und dann, was haben wir noch gefunden? Wir haben ja ein Opel Blitz gefunden, altes Bundeswehrfahrzeug. Ganz alter Opel Blitz. Warum ist es ein Opel Blitz? Wegen den hier vorne oben diesen zwei Zacken da drauf, das ist ein Blitz, hier soll ein Blitz sein. Steht auch nichts hier unten dran, aber es ist ein alter Opel Blitz. Ja, einmal den gefunden. Dann haben wir einen Kübelwagen gefunden. Ich finde den sehr schön. Einmal offener Kübelwagen. Auch Bundeswehr. Da überlegen, ob ich den einmal auf dem Eisenbahnwaggon raufsetze, die Fahrzeuge. Und dann hier noch ein Kübelwagen, der geschlossen ist. Ja. Steht da hinten drauf. VW 181 Viking Germany. Ja. Das wird bei dem Auto draufstehen, genauso. Bestimmt. Ja, genauso. Ja, das sind zwei schöne Kübelwagen, einer geschlossen, einer offen. Der Opel Blitz hier noch. Jetzt kommen wir mal zu den DDR-Fahrzeugen. Zwar, wie ihr schon sehen könnt, ja, das ist doch bestimmt ein Wartburg, ja, genau. Gucken, ob ich da irgendwie reinschauen kann, was das eigentlich ist. Da stehen noch die alten Preise drauf, natürlich. Achtung, Lenkbewegung nur durch Drehen der Schraube an. Ah, den kann man bewegen hier. Hier ist ein Schraubgewinde. Da in der Mitte. Dann kann man die Achse verstellen. Ist ja geil. Guck mal, dann kann der auch so um die Kurve fahren. Ja, Leute, ist das nicht ein geiles Ding? Sollten Sie mal mit Herpa-Autos und sowas auch machen. Warum nicht? Die Möglichkeit ist doch gegeben. Guck mal, die wussten doch früher schon, wie sie das machen. Kannst du denn mit den Schrauben sich ganz vorsichtig so nur drehen? Ist doch genial. Dann fährt er um der Kurve. Guck mal, steht extra hier drin. Beschreibung, Achtung. Lenkbewegung nur durch Drehen der Schraube an der Modell und okay. Das steht extra da drauf, ne? Und das sind alles ja, Made in Germany S.IS, Quatsch, SIS. Wenn man da einen Punkt dazwischen, Minicars, Berlin ist es. Aber schon einige Minicars. Fahrzeuge aus Berlin. Aber das ist toll. Also das finde ich geil, dass man den extra so einstellen kann. Also das ist mal eine geile Erfindung, sollten sie mal heute wieder machen. Da muss man die nicht immer abbrechen oder kaputt machen. Kann man die verstellen. Ne? Ja, das ist glaube ich, das ist ein alter Wartburg. Steht das eigentlich da drauf? Da steht da gar nicht drauf hinten, oder?
Nee, ein alter Lader ist das, ne? Entschuldigung. Nicht vertan. Lada 202106. Ja, ein schöner alter Lada. Ja, warum nicht? Ist das jetzt ein Polizeiwagen oder ist das irgendwie so, hier so ein Grenzkontrolle oder Zoll oder sowas? Gab es ja früher auch sowas. Kann man ja vielleicht mal in eine Kommentare schreiben. Diese grünen Fahrzeuge, da habe ich ein paar mehr von. Ja, noch ein oder zwei. Aber ich fand den irgendwie so doll, den Lader, der gefiel mir irgendwie. Passt irgendwie auch da rein. So. Ja, das ist auch schön. So. Upsala. Ich werde schon mal runterschmeißen hier. So, dann haben wir noch einen Trabant. Polizeiwagen. Guckt euch das mal an. Auch wieder von selben Hersteller, auch wieder von Minicars. Berlin hier. Steht da jetzt noch nicht auf der Verpackung drauf. Aber das wird das genauso sein. Doch, da steht das drauf. Da. Upsala. Schmeiß weg. So. Ja, alter Trabant. Als Polizeiauto. Aber da kann man die Achse vorne nicht verstellen. Schade auch. Ja, das ist wieder zu klein und fipselig, ne? Aber würde man vielleicht auch hinkriegen. Schöner alter Trabant als Polizeiwagen. Obwohl mir schon mal einer erzählt hat, Polizeiwagen gab es als Trabant nicht. Ich habe auch mal so einen Bericht drüber gesehen. Aber gut. Fantasie lässt ja keine Grenzen. Ne? So, mal gucken hier. Den noch bekommen. Dann haben wir den alten Barkas. Auch als Polizeiwagen. Auch wieder hier Minicars Berlin. Alles derselbe Hersteller. Ja. Gucken, ob ich da mal reingucken kann. Das ist ja ein Barkas hier, glaube ich. So. Eigentlich eindeutig. Steht das irgendwo drauf? Nee, da steht er leider nicht drauf. Schade. Polizeiwagen. Sogar hier mit oben Gepäckträger drauf. Also schön, ne? Hat doch was. Ja, bestimmt. Schöne Fahrzeuge, die ich hier gefunden habe. Also mir gefallen sie. Ist ja Geschmackssache, ne? Der eine mag die, der andere nicht. Ich finde die schön. So, einen davon noch. Dann haben wir nochmal einen Barkas gefunden, aber auch wieder in diesem Grün hier, wie der. Na. Dieser hier. Dieser Lada. Jo. Steht da was drin? Auch nichts drin, unten drauf. Aber auch von wieder hier. Oh, hier hat einer mal was ausgeschnitten. Aus der Verpackung. Naja, wie man das immer so macht. Ne? Ja, auch ein schönes Fahrzeug. Und den hier, der ist das richtig Volkspolizei hier. Auch ein Barkas. Wieder mit Gepäckträger drauf. Der ist ohne hier. Wie ihr sehen könnt, ganz normal nur. Und der hat richtig Gepäckträger auch wieder drauf. Und wie ihr sehen könnt, auch schon vorne drauf. Volkspolizei. Ja. Aber da steht auch unten nichts dran. Ich sehe. Meh. Ja, aber auch sehr schön. Schönes Fahrzeug. Mir gefällt der richtig gut. Ja, hatten vielleicht die Volkspolizei früher auch Krankenwagen gehabt? Sieht irgendwie so aus, ne? Als wäre das irgendwie sowas. Die mussten ja auch ihre Leute retten, wenn irgendwas passiert ist. Naja, aber ich finde ihn schön. Also, da vorne und hinten steht mein Volkspolizei drauf. Gefällt mir richtig gut. So, das sind die Fahrzeuge, die ich alle gefunden habe. Jetzt kommen wir mal zum anderen. Die mal beiseite legen. So. Dann haben wir nochmal einen Personenwagen gefunden.
finde ich es wunderschön, diese Personenwagen. Ja, ein kleiner Personenwagen, aber ein schöner. Und gleich mit Beleuchtung unter. Ein Schleifer hier und Beleuchtung drin. Da ist zwar eine alte Glühbirne drin, sagen wir eine Birne. Aber könnte man vielleicht auch noch mit LED auswechseln, wenn man wollte. Aber ich meine, Gott. Mal schauen, wie die sich auf der Anlage machen. Also ich finde sowas schön, diese Waggons. Kann man eine kleine Dampflok ranhängen oder wie auch immer. Oder eine kleine Diesellok. Alles heute möglich. Muss ja nicht unbedingt, dass das... dann haben wir den nochmal. Und zwar hier drin. Ja, original, alte MacLean-Verpackung. Ups. So wie ihr sehen könnt hier. Ja. Da ist nochmal der gleiche drin. Hier ist auch angegeben, wie man so Beleuchtung unterbauen kann. Ja. Da ist der gleiche nochmal. Auf dem Kopf. So, da ist das gute Stück. Auch wieder ein Schleifer hier. Ja. Sind aus noch viel neu, die Schleifer. Ja gut, vielleicht da mal ein bisschen putzen, aber sonst. Kannst auch wirklich nichts sagen, ne? Oh, die Achsen hier. Da habe ich schon alles Mögliche an verrostete, vergammelte Dinger gesehen. Ja, auch Beleuchtung drin. Zwei Stück davon. Wunderbar. Kann man doch nichts sagen. Wunderschön. Ne? So. Was haben wir denn uns noch gekauft? Und zwar habe ich die gesehen hier. Sind ganz schön schwer hier. Ich glaube, die Panzer sind auch aus Metall hier. So. Ja, da kenn ich ja. Ne? Einige jammern ja, dass die Fahrzeuge so schwer sind. Also der Wagen ist leicht, aber der Panzer ist schwer. Ist nämlich wirklich aus Metall. Ja. Aber meine Lok schaffen das ja zum Glück. Also, ja. Ich würde sagen, das hat einer selber gebaut. Ich glaube nicht, dass es so welche Fahrten unbedingt so welche Waggons gab, nur mit zweiachsiger, wo schwere Panzer drauf waren. Also, wenn man die heutigen kauft, die sind ja schon sechsachsig oder was, oder zumindest vierachsig, aber zweiachsig, oder sowas früher gab, hier auch eine Schraube rangesetzt, das vermute ich mal, hat bestimmt einer selber gemacht. Aber egal, ich fand die irgendwie toll und interessant und habe sie einfach mitgenommen. Da habe ich noch einen von. Man könnte ja auch die Panzer umlackieren, wenn man wollte. Ne? Das sind alles so amerikanische Panzer, jetzt wo ich das hier sehe. Man könnte den Stern anmachen oder russische Stern drauf machen. Den Stern einfach rot einfach anmalen. Und die Panzer ändern irgendwie von der Farbe her. Im Prinzip sehen die ja alle gleich aus, so ziemlich die Panzer. Und kann man eigentlich auch noch den Panzer anders lackieren, man wie grün noch machen. Muss ja nicht grau sein oder sowas, ne? Also Möglichkeiten sind ja gegeben. Ja, ihr hört ja schon hier. Richtig aus Metall, ja, ne? Der Panzer. Da ist nichts, was du schnell so abbrechen kannst. Ja. Schon nicht schlecht. Bis auf oben vielleicht die Waffe da. Die ist aus Kunststoff, da komischerweise an der Antenne. Na gut, okay. Ja, das sind zwei Stück. Die amerikanischen Flaggen kann man ja abnehmen oder sowas und die Sterne vielleicht rot machen mit einem Filzer oder sowas. Und das ist ja heute kein Problem mehr. Ne? Kann man den russischen Stern draus machen, die russische Panzer oder wie auch immer. Möglichkeiten sind ja gegeben. Ein bisschen Fantasie muss ja sein. So, Panzer im Prinzip sind ja alle so ziemlich ähnlich und kein großer Unterschied mehr großartig. Vielleicht die Farben noch oder sowas, aber gut. Ja. Ja. Hier, die kann man auch noch drehen, hier die Panzer. So, guck mal hier. Ja. Ja.
Ich fand die nicht schlecht und habe die einfach mitgenommen. Bestimmt nicht der Realität genau neu oder nah oder sowas. Denn das sieht so aus, als hätte man das selber gemacht. Panzer raufgeschraubt und sowas. Aber egal. Ich finde das schön. Und mir muss es ja gefallen. Ne? Wie gesagt, man kann die Panzer noch ändern mit der Farbe her. Oder auch hier diese Sterne abmachen oder von amerikanische Flagge abmachen. Muss ja nicht da drauf sein. Ja, das war da. Also, was ich denn noch gefunden habe hier. Das waren die Panzer jetzt hier bei den beiden da. Und dann habe ich noch von Kipri Beschriftungsset für Transportunternehmen Kipria 0 10 500. Hat mal 5 Euro gekostet, irgendwo Sonderpreis. Nur auch mal 1 Euro dann gekostet oder wie auch immer. Na gut. Aber hier sind also alles so Krause drauf. Also Baumaschinen oder sowas, ne? Also so. Man kann auch mal reingucken. Wenn ihr schon so sieht, also ich habe noch nicht, ich packe jetzt da nicht alles aus. Also viele drin. Hier Schenker, ne? Also Baumaschinen oder was. Schenker Nürnberg. Also Aufkleber zum Aufkleben. Was ist das hier? Schmidtbauer KG. Ja, das ja, könnte Schwertransporte sein und sowas. Alles Mögliche hier, ne? Das auch noch. Was ist das hier? Richard Meyer. Das sind auch irgendwie Schwertransporter hier. Ja. Was ist das hier noch? Krebs. Stopfexpress. Maschinen. Was soll ich hier? Ja. Zum Beispiel hier. Baumaschinen, wie gesagt, Gleisbau, ne? Genau dafür. Alles Aufkleber, massenweise. Komplett da voll von. Nochmal doppelt und nochmal dreifach. Und dann hier auch nochmal hier. Sowas hier zum Beispiel. Ich habe dann. Und der kleine Karton hier, der Kasten hier, ist ganz voll davon. Voll bis oben hin. Könnt ihr auch reingucken. Da hinten ist noch mehr drin. Hier, guck mal, ganzer Stapel her. Sogar mit Seile noch und hast eine Liebherr ist da drauf. Hier, alles voll. Massenweise. Ja. Alles Aufkleber. Ja. So, kann man gebrauchen. Wenn man, also ich habe ja noch ein paar Schwertransporter. Kann ich denn da aufkleben noch, wenn da welche Aufkleber fehlen? Möglichkeiten sind alle gegeben. Ich habe ja so Kipri Schwertransporter. Ja. So. Ja, zumachen. Ups. Kommt das wieder auf der anderen Seite raus. Das wollen wir ja nicht. Mal wieder festkleben hier hinten die Seite. Damit das nicht mehr rausrutscht hier. Ja. So sieht das aus. Ja, das habe ich mir auch nochmal mitgenommen. Was war denn das? Insgesamt 20, 25 Euro vielleicht oder 50 Euro, was man hier so ausgegeben hat. Auf der Börse. Ja, mit den Waggons und sowas zusammen. Ne? Die haben, glaube ich, hier nur so ein paar Euro gekostet hier. Diese Fahrzeuge hier. Aber ich finde die schön. Ne? Passen ja auch auf dem Eisenbahnwaggon. Hier, die passen ja in die DDR-Ecke hin, alle wieder. Ganze Fahrzeuge hier. DDR-Fahrzeuge. Ja. So. Mal gucken. Gleich zeige ich nochmal das, was ich beim Händler gekauft habe. Habe ich auch nochmal ein paar Sachen gekauft. Ja, und zwar hab ich bei meinem Händler gekauft am Wochenende. Vom Preiser. Ups, Entschuldigung, Schluck auf. Waschtag. Die Nummer ist 28 110. Mit einer Frau, die gerade die Wäsche aufhängt, mit Wäschekorb. Ja, vom Preiser. Finde ich schön. Naja, bezahlt sie auch 5,25 Euro, ne? Aber
Preiser ist eben ein toller Hersteller und aber auch Firma noch oder wie die alle heißen, machen alle tolle Sachen, keine Frage. Sogar hier Falla, die Figuren, also da bin ich auch schon am überlegen, ob ich mir Dracula und sowas noch hole. Und mit den Fledermäusen oder Totenköpfe. Finde ich ganz witzig. Ja, also wie gesagt, Frau, die die Wäsche aufhängt hier, finde ich sehr schön. Ne? So, dann haben wir uns noch gekauft Wildgras XL, 12 mm lang. Die Nummer ist 07110. Ja. So sieht das aus. Bisschen, ja, ein bisschen alles mit ein bisschen hellgrün, dunkelgrün drin. Also ein bisschen bunt gemixt, ein bisschen hell oder beige damit drin noch. Das finde ich ganz schön. Habe ich das gesehen, habe ich dann mitgenommen für mein Grasmesser. So, dann haben wir nochmal von Auhagen. H0 natürlich alles, Auhagen 41660. Schwerlastregal und Paletten Bausatz. Und zwar sind da diese Schwerlastregale drin. Paletten sind dabei. Mal gucken, wie viel da drin ist. Wir drehen mal den Kasten um. Ja, ihr könnt jetzt auch den Preis sehen. So, also, was hat das, was ist da drin als Inhalt? 9 Ständer, also 9 Regale hier. 30 Böden drin, also diese Einlegeböden, hier diese blauen, die da drin sind. 24 Paletten, Holzpaletten. 4 Blechkisten. Das sind die Dinger hier. 1, 2, 3, 4. So sieht es aus. Ja, und alles in einem Paket drin. Was will man mehr? Ne? Manchmal muss man ja immer alles einzeln kaufen, aber hier ist alles gleich zusammen drin. Und ich will ja das eine Gebäude da innen drin ausstatten. Da passt es wunderbar rein. So wie ich mir das ausdenke und plane. Und dann, ja. Ein paar Arbeiter noch rein und dann ist das dafür wunderbar. Ne? Da nochmal die Nummer. Schwerlastregal und Paletten. Auhagen. Ja. So sieht das aus. So. Dann habe ich ja bestellt gehabt. Das habe ich schon vorher bestellt gehabt bei meinem Händler. Hat auch ein paar Wochen gedauert. Oder ja, ungefähr eine Woche, über eine Woche. Und zwar vom Busch. Busch. Feuerwehr. Mannschaft H0 7960 ist die Nummer. Und zwar 3 Feuerwehrmänner in Original DDR Feuerwehruniformen mit Löschschlauch Länge 50 cm, Schlauchkupplungen und Werkzeug. Alles dabei. Da sind die Feuerwehrmänner. Hier sind die ganzen Anschlüsse und was, also hier der Schlauch, alles dabei. Ne? Ja, da ist ein guter Preis. Ne? Preis ist heiß, aber so ist es eben. Ja, das ist auch so ein Aktionsset, ist das hier, wie ihr sehen könnt. Aber ich musste das, fand das so schön mit den Feuerwehrmännern. Das passt wunderbar nachher zur Feuerwehr. Ja. Feuerwehrwache, Entschuldigung. Und ja, guck mal her, zweimal jemals drin, achtmal ist es drin, das Ding da, oder was soll das denn sein da? Auf jeden Fall ist es interessant. Figuren sind da drin, ne? Ja, alles gleich bei. Denn so allgemein findest du schwer Feuerwehrmänner in DDR-Uniform. Ja.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob Preiser sowas hat. Müsste man gucken. Ne? So, und dann haben wir nochmal von Faller Holzkiste gekauft. Die Nummer ist, da ist Faller, Faller Holzkiste 18 09 59. Und zwar zum selber zusammenbauen, wie ihr schon sehen könnt. Ja, so eine Transportkiste. Ja, der Preis, ne, wie ihr schon sehen könnt. Und so sieht das Ganze aus, wenn man das zusammenbauen will. Ne. Zack, zack. Eigentlich ein bisschen Leim und zack, fertig ist es fertig. Da braucht man, ist ein Laser-Cut hier, ja, aus Holz. Sehr schön. Ja, habe ich gesehen. Wollte ich mitnehmen. So. Ja, das war's eigentlich alles, was ich zeigen wollte. Ja, die Lok habe ich noch abgeholt, aber da kommt ja noch meine V60. Die ist auch schon fertig. Also da kommt jetzt, ja, ich würde sagen, nach Weihnachten Fahrvideo wieder. Vorher schaffe ich das nicht. Noch andere Sachen zu tun, zu machen. Und kommen noch andere viele Videos davor. Ja, und ich verabschiede mich mal erstmal bis dahin. Bleibt gesund, liebe Leute. Das war der Börsenstand und ja, der Händlerkauf hier und die paar Sachen hier. Und ja, finde ich auch sehr schön hier die Figur. So, liebe Leute, ich verabschiede mich. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Sven Eisenbahner. Bis dahin, tschüss, tschüss.